die Einreichung mehrerer Beschwerden bei der Europäischen Kommission mit dem Ziel, einen wirksamen Schutz der Natur- und Urwälder in Rumänien zu erreichen. Und hier ist eine ganz entscheidende Weichenstellung erfolgt für, so hoffen wir, einen effektiven Schutz dieser wertvollen Wälder. Denn die Europäische Kommission hat ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die rumänische Regierung eingereicht. Und wir sind fest davon überzeugt, dass dies der Schritt ist, der einen effektiven Schutz dieser wundervollen Naturparadiese ermöglichen wird. Für Euronatur war das Jahr 2019 nicht nur inhaltlich, sondern auch finanziell ein gutes Jahr. Wir konnten einen Überschuss erzielen, hauptsächlich weil wir sehr viele Testamentspenden erhalten haben und diese konnten wir vollständig in das Stiftungsvermögen überführen, sodass wir also die finanzielle Basis, das Fundament unserer Arbeit stärken konnten. Ich schaue zuversichtlich in die Zukunft und zwar insbesondere deshalb, weil wir auch in den Zeiten, in diesen unsicheren Zeiten der Corona-Pandemie unheimlich viel Solidarität erfahren durften von unseren Spenderinnen und Spendern durch finanzielle Zuwendungen, aber auch durch viele mündliche und schriftliche Mitteilungen, die uns sehr bestärkt haben, darin unseren Weg weiterzugehen. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für Ihre wertvolle Unterstützung und hoffen sehr, dass Sie uns die Treue halten.